Graffiti ist für mich Kunst. Es gibt so zum Beispiel so blöde Stromkästen und so, die sehen total eklig aus. Und die irgendwie schön besprayt, finde ich schon ganz schön. Wenn es an Mauern ist, wo man auch sprayen darf oder so, dann finde ich das toll. Wenn wirklich Kunst dahinter steckt, wenn Bilder gemalt werden oder sowas. Einige Häuser werden ja heute schon mit Graffitis vom Eigentümer selber angemalt. Das finde ich ganz schön, aber ansonsten gefällt es mir nicht gut. Ich finde das klasse, ich finde das Kunst und das gehört in eine ordentliche Stadt wie Hamburg. Hamburg ist bunt, Graffiti an jeder Ecke. In den 80er Jahren schwappt die Graffiti-Welle von New York nach Europa. Namen werden zu Bildern, Bilder zu Kunstwerken. Heute fragen wir uns, wie oldschool ist Graffiti? Wir treffen einen Oldschool-Sprayer der 80er Jahre. Seit 20 Jahren bewegt sich Oliver Davis Nebel in der Hamburger Graffiti-Szene. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht als Herausgeber eines Graffiti-Magazins. Ich würde mich auf jeden Fall zu Oldschool-Liga zählen. Ich bin zwar die zweite Generation, bin aber auf jeden Fall Oldschool, weil ich habe diese Sachen alle von den Anfängen erlebt. Mich hat es einfach fasziniert, dieses Nachts, dieses Dunkle, dieses Geheimnisvolle und was zu machen, was es noch nicht gab. Und in den 80ern war das halt, das war einfach ein Zeichen von Rebellion. Ich bin wer? Ich bin hier und ich mache, was ich will. So, ich nehme mir den Platz. Also wenn ich was wirklich wichtig finde, in den 80ern im Zusammenhang mit Graffiti, dann war das auf jeden Fall der Style, den man hatte. Style stand ganz oben bei Hip-Hopern und auch bei Graffiti-Leuten natürlich. Graffiti-Leute hatten immer ihre Sachen selbst bemalt. Auf den Caps waren Bilder drauf, auf dem Rücken waren Bilder drauf. Man hatte als Hip-Hopper immer eine Kette um, eine richtig dicke Goldkette, natürlich nicht echt. Zur Oldschool-Geschichte gehört natürlich auch, dass die Polizei damals irgendwie reagieren musste auf die S-Bahn-Bemalung. Und die Soko Graffiti gegründet hat. Die Soko Graffiti hat sich speziell nur auf die Sprüher konzentriert und sich praktisch eingelebt und eingefühlt in die ganzen Graffiti-Maler. Also alles, was mit Graffiti zu tun hat und in Hamburg passiert ist und eine Straftat darstellt, wird von uns als zentrale Einheit verfolgt. Ich kenne die Beweggründe der Sprayer. An erster Stelle ist hier die Geltungssucht zu nennen, über das Kürzel, in Fachjargon Tag genannt, versucht dann der Graffiti-Täter auf sich aufmerksam zu machen oder die Gruppe, die Crew, auf sich aufmerksam zu machen und möchte sich ganz gern innerhalb der Stadt zur Schau stellen. Bei mir war das mit 15 oder 16 Jahren. Da hatte ich mal mit der Polizei Ärger, weil wir auch halt illegal analog gesprüht hatten, aber seitdem natürlich nicht mehr. Ich hatte auch eine Hausdurchsuchung deswegen, aber dann haben wir das auch eingestellt und seitdem mache ich sowas natürlich nicht mehr. Ich hatte angefangen in der Schule aus Langeweile auf Blöcken rumzumalen. Das war mit 12, 13 Jahren und seitdem mache ich das hobbyweise zu Hause, also jetzt nicht jeden Tag. Immer dann, wenn ich Lust habe, dann male ich. Ich habe keine speziellen Inhalte, ich male einfach das, was mir gerade in den Sinn kommt und worauf ich Lust zu habe. Also es soll jetzt keine Message oder irgendwas viel mitteilen, einfach aus Spaß und Freude. Politisch waren wir als Graffiti-Writer überhaupt nicht, wir waren einfach nur wir. So, wir machen unser Ding. Politik hat uns überhaupt nicht interessiert. Es ist auch nicht so stark in diesem ganzen Hip-Hop-Kontext gewesen. Klingt eher nach Kreativität als Kriminalität. Also warum überhaupt Sprayer bekämpfen? Wir bekämpfen ja nicht die Sprayer, wir bekämpfen die Kriminalität. Und wir versuchen also die Leute, die wir erwischen, auf den richtigen Weg zurückzubringen. Das Geld war nicht so ausschlaggebend für die Strafe. Es war eher die Erfahrung, auch eine Nacht im Knast zu sein, so das alles zu fühlen. Die ganze Verfolgung, die Hausdurchsuchung, vor dem Richter aufzutauchen und dort halt einfach zu stehen, die ganze Geschichte, die dazugehörte. Ich für meinen Teil war damit ein bisschen geläutert und habe einfach gemerkt, ich kann das auch legal machen und mich einfach darauf konzentrieren, die Szene zu dokumentieren. Das war mir dann wichtiger. Wir sehen, Graffiti lebt auch im Jahre 2009. Ob Oldschool oder Newschool, es wird weitergemalt.